Hallo und herzlich willkommen bei den Brick Freaks. Hallo, gutes neues Jahr und willkommen bei den Brick Freaks. Vielen, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung und so weiter letztes Jahr. Dass ihr es anschaut, dass ihr kommentiert, dass ihr liked. Wunderbar. Vielen, vielen Dank. Wir sind letztes Jahr auch wieder richtig gut bei den Abonnenten gewachsen. Die Zuschauerzahlen sind komischerweise gegen Ende vom Jahr stark gefallen. Aber die Abonnentenzahlen sind sehr, sehr, sehr stabil. Vielen, vielen Dank dafür. So, Hauptpunkt des Videos, ihr habt den Titel entnommen, neues Jahr, neuer Kanal. Jawohl, ich weiß, dass viele von euch, und ich habe viele Abonnenten, ich habe mindestens 500, 600 Abonnenten verloren durch meine Technikvideos, was ich nicht ganz verstehen kann, aber muss ich mich damit abfinden. Und damit ich nicht immer wieder nach jedem Technikvideo 10, 15, 20 Abonnenten verliere, weil ich merke, irgendwie stören sich doch ein Haufen Leute dran, habe ich das Ganze jetzt in einen neuen Kanal ausgegliedert. Genau, die Tech- und Media-Freaks, weil wir Filme, Retro-Spiele und so weiter besprechen wollen. Also hauptsächlich ich, Gregor wird sicherlich auch ab und zu mal was machen. Und noch ein Dritter, der, glaube ich, richtig gut hier auf dem Kanal ankommen wird. Oder auf dem Kanal dann. Das erste Video auf dem Kanal kommt in ein paar Tagen. Das ist über Launchbox, das ist ein Emulator Forend. Also wenn ihr Retro-Spiele auf eurem Android-Gerät oder auf eurem PC oder eurer Konsole emulieren wollt, dann gibt es eine Software, die die verschiedenen Emulatoren vereint, ne, und die startet und euch wie ein Kodi Media Center oder ähnliche Media Center Software katalogisiert nach Genre, Hersteller, Coverart, Module, Grafiken, alles runterlädt, damit es schön präsentiert wird. Das ist dann das erste Video, auch nicht das erste Video auf dem Kanal, ich habe schon ein paar veröffentlicht. Der Kanal gibt es schon länger, aber ihr wisst noch nichts davon. Nur ein paar Leute, ich glaube 10 Abonnenten, die den irgendwie so gefunden haben. Und wenn ihr Lust habt, ab und zu mal Technikvideos, Retro-Videospiele, Filmbesprechungen, Serienbesprechungen, weil dann will ich das auch öfters machen, weil hier mache ich es einfach nicht mehr, weil ich einfach immer wieder eben Abonnenten verliere oder LED-Bänder oder was mir in die Finger kommt. Nicht mehr so viele Kopfhörer, hoffe ich. Dann abonniert doch den Kanal. Link ist unten in der Videobeschreibung. Wir würden uns tierisch freuen, weil ihr wisst, wie es ist, wenn man die tausende Abonnenten hat. Kann man Werbung schalten und Technik ist teuer. Und da habe ich natürlich auch überhaupt keine Sponsoren, also außer Soundpeats für die Kopfhörer. Da muss ich mir alles kaufen. Im Lego-Bereich habe ich ja Glück und kriege immer wieder was umsonst vom Moleking oder diversen Herstellern oder auch mal von einem Händler. Aber da ist es noch jungfräulich. Und je schneller ich da 1000 Abonnenten schaffe, umso schneller kann ich dann auch mal kleinere Computer oder Tablets oder teurere Sachen vorstellen. Genau, vielen, vielen Dank. Link ist in der Beschreibung. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr den abonniert und wir, wie gesagt, recht schnell 1000 Abonnenten schaffen. Ansonsten danke. Ich hoffe, wir haben ein schönes, oder wir werden ein schönes Jahr 2023 haben. Die ersten Sets werden von mir jetzt hauptsächlich Technik sein. Und ich gucke jetzt mal die Tage, was denn bei den chinesischen Händlern noch zu bekommen ist. Weil vor ihrem Neujahrsfest müsste man bestellen, weil die haben momentan gerade tierisch Probleme mit ihrer Corona-Welle. Und es wird unter Umständen im neuen Jahr jetzt am Anfang vielleicht mal auch mal eine Woche oder so. Oder vielleicht, wenn es dumm läuft, ich weiß nicht, auch mal 2 Wochen. Kein Technik-Review geben oder die Sets, die ich schon habe, ich baue ein bisschen weniger, damit ich immer wieder was vorstellen kann, weil ich rechne im neuen Jahr durch eben das Neujahrsfest und die Corona-Welle in China schon mit Verzögerung. Und da ich ja meistens in China mir es bestelle, vielleicht fange ich dann auch mal an, eher bei den deutschen Händlern mir was zu holen. Nur ihr wisst, ich verkaufe sie hinterher und dann kann ich es euch einfach auch billiger geben, wenn ich schon nicht so viel dafür bezahlt habe. Okay, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und die Treue. Habt eine gute Zeit. Wir hoffen auf ein tolles Jahr 2023. Die Pandemie haben wir anscheinend fast hinter uns. Ich sage jetzt mal scheint. Und ja, was das andere böse Omen 2022 oder ja, der Krieg in der Ukraine, werden wir mal hoffen, dass er nicht mehr so lang dauert, weil je länger der dauert, umso schwerer wird auch unsere Versorgung mit allem ein bisschen werden. Es wird wieder einfacher, wenn er vorbei ist. Wollen wir es mal so sagen. Und den Leuten in der Ukraine wünschen wir es ja eh schon mal. Okay, danke, habt eine gute Zeit. Gutes 2023. Bye, bye.